Hallo, heute sind wir im Zoo Duisburg. Hier der Stellplan für die Zebras, das ist praktisch Seitenverkehr. Wir haben hier 12 Boxen, jedes Tier hat hier seinen Namen. Das ist einmal hier so eine Gedächtnislücke für die Leute, die jetzt einsperren müssen. Das sind ja insgesamt 10, 12 Leute, die diese Tiere hier unterscheiden müssen. Und die Tiere, wenn sie dann abends eingesperrt werden in der Winterzeit, müssen die immer in derselben Box stehen. Ja, und dann hat man immer so eine kleine Lücke hier, Pünktchen, die hat an der Brust hat ihr so einen Punkt. Ne? Hier, die heißt zum Beispiel Punkt am Hals. Die hat zwei Punkte am Hals, rechts und links. Und dann weiß man dann immer wieder, weil das ist nicht ganz so einfach. Man muss diese Tiere alle genau unterscheiden können, weil die immer wieder in denselben Stall eingesperrt werden. Ne? Insgesamt haben schon fast 200 Fohlen hier Licht der Welt erblickt. Die Herde ist relativ groß, größer wie in anderen Zoos. In anderen Zoos werden immer nur zwei, drei gehalten. Wir haben insgesamt schon 14 Tiere hier auf der Anlage. Das ist eine schöne große Herde, das sieht auch schön aus auf der Anlage, wenn so eine große Herde hier rumläuft. Und das sind hier alles geborene Duisburger, bis auf eine, die kommt hier aus Krefeld. Deswegen, und alles andere ist hier in Duisburg geboren. Doppelstelle, das ist schon eine schwierige Sache, um die Tiere hier reinzukriegen, aber es geht. Ja, da gibt es so einen gewissen Sperrrhythmus, man muss genau wissen, mit welchem Tier man anfängt. Ist auch immer dasselbe Tier, was als erstes reinkommt, und dann geht das so nach und nach, kann man die Tiere. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man die Tiere auch wirklich unterscheiden kann und auch schnell unterscheiden kann. Also man kann da nicht draußen lange rumhampeln, wer bist du denn jetzt mal, ich muss mir da noch was angucken, sondern die Tür muss aufgehen, da muss sofort, zack, dann ist die und die Stute und das passt und die darf dann rein. Wir sind damit darauf angewiesen, dass wir sehr gut mit diesen Tieren arbeiten können. Die müssen brav sein, die müssen ruhig sein, die Tiere. So ein Zebra, die sind schon wehrhafte Tiere, sind auch sehr schreckhafte Tiere. Aber unsere Herde ist sehr neugierig. Einige sind davon zahm, in Anführungsstrichen. Also handzahm sind sie, man kann sie streicheln, man kann ein bisschen Kontakt mit denen aufnehmen. Aber die meisten, sobald ich dann auf den zugehe, haben die so eine gewisse Fluchtdistanz und dann weichen die aus. Dann ist hier zum Beispiel eine relativ zahme Stute, ne? Die ist lieb. Die ist zwar manchmal ein bisschen zickig, aber die hat das gerne, wenn sie gestreichelt wird und ein bisschen mit der beschäftigt wird. Und so gibt es noch vier weitere Stuten in dieser Herde, die relativ umgänglich sind. Aber man muss aufpassen, das sind wilde Tiere, die haben eine extreme Fluchtdistanz und die können gemein treten und auch gemein beißen. Das ist hier die älteste Stute, die wir hier haben. Das ist auch eine relativ liebe, brave. Die ist 26 Jahre alt. Das ist zum Beispiel eine Tochter von dieser ältesten Stute. Also ich muss jedes Tier sofort unterscheiden können, wer wo was ist. Die hat zum Beispiel den Spitznamen Kajal, das ist auch eine relativ, wenn sie gute Laune hat, dass man sie anfassen kann.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Damit ihr kein Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.